So, liebe Leute, weiter geht's heute mit der Track Day Series Hypercar. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Teil, dem vorletzten in unserer Grid World Series. Und wir machen heute mal wieder ein bisschen Action und wir fahren heute den Königsegger Gera. Er ist. Heute auch wieder vier Läufe, die uns anstehen. Ich weiß gar nicht, was jetzt das erste ist, tatsächlich. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, es wird interessant, Alex. Eröffnungsrennen zeigen, aus welchem Holz ein Fahrer gestanden. Entschuldige. Den Anfang macht Suzuka mit 5,82 Kilometer. Naja, sind auch nur drei Runden, okay. Verstanden. Angreifen. Ich geb's weiter. Okay, angreifen bestätigt. Ja, das geht. Hau doch mal ab, Alter. Danke nochmal für den Schubser. Ich bin mal so frei und geh mal hier durch. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Ja, das ist hier sogar genau. Ach, da bist du auch bekannt dafür für solche Situationen, ne? Warte, ich drehe vorbei, aber dann muss ich doch mal kommen. Schnell, Gottes. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gehabt. By the way, war das nicht absichtlich, nur nicht mal absichtlich. Ich bin echt wirklich ein bisschen ins Rutschen gekommen. Ne? Oh, ja, komm mal. So, wir führen auf jeden Fall ein Rennen an und das ist wichtig. Schön hier ausgangs des Tunnels angegriffen. Und dann ist tatsächlich sogar auch das große Finale morgen. Das ist nämlich das gleiche Logo von der Strecke gewesen. Und wir machen dann heute hoffentlich mal wieder nach. Also wieder der letzte Vierer insgesamt. Na gut. Runde 2. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. So. Ja, das hat ein bisschen noch gegeben. Ich bin da ein bisschen sehr weit rausgekommen da. Nein. Bleib da, wo du bist, Auto. Und zwar auf der Strecke und nicht neben der Strecke. Du bist auch arschunruhig eigentlich. Ja doch, die, vielleicht die Ferrari wäre vielleicht sogar die bessere Wahl gewesen, Fragezeichen. So, da geht es jetzt gleich in unsere letzte Runde. Diese Strecke auf dieser Strecke hier in Suzuka. Das ist unser Grand Prix Kurs, aber es ist nur die Reverse Variante, also die umgekehrte Variante gegenüber dem Original Formel 1 Kurs zum Beispiel. So, da geht's jetzt ins Finale, letzte Runde, letzte Lauf. Letzte Runde, verteidige deine Führung. Ja.
ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie unnötig rauskommen. Mein Ziel ist es, in Führung zu bleiben und über meinen Typ. Ich habe Anweisungen gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Ich gebe meinem Teamkollegen mal die Anweisungen ein bisschen. Es wird angegriffen. Und das ist es! Oh, reicht das noch? Und wieder versaut mir diese Kurve mal. Klar, der jagt natürlich als mich. Weil ich ihm die Anweisung gegeben habe, greif an da. Und jetzt habe ich leider wieder erwarten. Wieder erwarten, wenn man doch noch ein spannendes Rennen hat, den auf jeden Fall wieder an der Backe kleben. Und das war eigentlich das, was ich nicht meine. Aber ich habe dreimal der gleichen einen Fehler gemacht. So, Suzuka soll nicht mehr gerade sein. Ich möchte dieses Rennen hier. Das erst. Ich möchte gerne diesen Lauf hier für mich entscheiden. Du bleibst schön hinter mir, mein Freund. Du bleibst schön hinter mir. Oder sagt er dann am Ende nochmal, ich nehme dich mit. Geht vorbei. Er weiß, dass er angreifen darf und angreifen wird, wenn er die Situation sieht. Oder können wir es tatsächlich nochmal wagen? So, erster Lauf geht an uns. Hier, in Suzuka. So, okay. Oh, wir haben noch nicht mal die schnellste Runde. 1,51? Wir haben eine 1,55er Runde mit einem schlechten. Ja gut, wir haben jede Runde quasi einen Fehler eingebaut. Das hat uns Zeit gekostet. Und trotzdem haben wir das Rennen gewonnen. Naja, wir haben immer an der gleichen Stelle den Fehler eingebaut, der 130R. Gut, weiter geht's mit dem Lauf Nummer 2. So, der führt uns jetzt gleich. Wir Level 41 sind wir bei uns, by the way. Und Anfang macht 3 Runden Sepang. Von Platz 2 starten wir. Also 4 Rennen sind heute und dann haben wir das nächste Mal. Barcelona auf jeden Fall ist der letzte Teil. Ich glaube, das sind jetzt erstmal die ganzen Grand Prix Formel 1 Kurse. Eine spannende Veranstaltung der Grid World Series erwartet uns hier in Sepang. Kristen, was müssen wir wissen? Mal sehen, wer diese nasse Oberfläche bezwingen kann. Man muss die Limits kennen und sie hierfür anpassen können. Dann hat man eine gute Chance. Ah, tut mir leid. So. Die Rennleitung ist bereit für den Start. So, von 1 auf 1 und 2, 3 stellen wir. So, das ist richtig. Okay, angreifen bestätigt. So. So. Okay, wir wollen ja auch in Zippern unbedingt gewinnen. Hinten wohl ein bisschen geknallt haben.
jetzt bin ich wieder ein bisschen auf dem Kartoffel aufgebaut. Der Regen macht das nicht einfacher gerade. So, jetzt geht's hier gleich in Richtung letzte Kurve. Das ist jetzt hier diese Linkskurve. Das ist übrigens auch wieder ein Reversed. Sehbank ist es der Formel 1-Kurs. So, wir haben noch zwei Runden. Und momentan liegen wir mit zwei Autos vorne dabei. Guter Start, bleib an der Spitze. Oha, Nadelkurve. Ich liebe sie. 2001 Formel 1 gab es auch hier einige Ecken. Da gab es einen Starkregen. Und dann rutschen sie genau an dieser Stelle alle raus. Nur mit dem Unterschied, dass wir diesmal aus dem Kies wieder rauskamen und weiterfahren können. Wenn wir noch das Rennen führen. Natürlich wollen wir hier auch wieder triumphieren. Wir haben auch. Momentan sieht doch gut aus. Wir haben momentan Platz 1 und 2 hier, ne? Das gefällt mir so gerade so ein bisschen. Ja, geht jetzt hier Richtung. Letzte Kurve gleich, wieder diese Linkskurve gleich. Und dann sind wir in der letzten Runde, liebe Leute. Dann haben wir es. Dann haben wir das Seepark auch abgearbeitet. Und nächste Strecke, weiß ich gar nicht, was die nächste Strecke wird. Das dürfte Barcelona sein. Ich glaube, dass wir wieder den Grand Prix-Kurs haben. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Und wieder ist es an der gleichen Stelle wie eben. Mit Beginn jetzt. Auch wie diesmal kann man es wieder halten. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Komm, Junge, hol ihn dir den zweiten Rang. Okay, es wird angegriffen. Zweimal an derselben Stelle hintereinander rausgerutscht. Es war wieder diese Haarnadelkurve. Diese weltberühmte Haarnadelkurve. Und ich mag die Strecke hier in Seepark. Definitiv, das ist einer meiner liebsten Strecken. Sie ist halt nicht ganz einfach, ne? Sie ist halt knifflig. Sie noch rum. Und dann haben wir es bald durch. Ist jetzt hier wieder die letzte Kurve. Also die Strecke ist ja nicht besonders lang, also ist nicht so lang. Der Regen war es auch nicht ganz einfach, sagen wir es mal so. Der Regen macht es auch nicht besonders einfach gerade und passt auf jeden Fall. Wir sind durch mit dem zweiten Lauf und wieder haben wir ein 1-2 für uns. Und diesmal haben wir auch die schnellste Runde. Lauf Nummer 3.
Ich sag, bald haben wir es geschafft. Bald sind wir durch. Es sind noch insgesamt 3 Läufe, die wir hier in Grid fahren müssen. So, ja, wie gesagt, Lauf Nummer 3 steht jetzt an. Das ist der vorletzte. Wir fangen an mit Okutama. 6,31 Kilometer, der Grand Prix-Circuit. Oh Gott, nein, das ist nicht. Ist das nicht die Strecke? Oh Gott, ernsthaft. Habt ihr mir die Strecke jetzt noch reingedrückt? Na ja, gut, okay. Es ist, glaube ich, dieser ominöse Grand Prix, der mir Hallo, so toll liegt. Okutama. Heute ist Renntag. Kristen, was müssen wir? Okay, Ja, darauf brauchen wir kommen nicht. wir gleich zurück, denn jetzt geht es los. Ich habe aber auch Glück, dass es nicht genau die Strecke ist, die ich mir eigentlich gerade bevorstelle. Ja, da kommt. Da hast du es echt nochmal, indem du dich da reingedrückt hast, nicht. Richtig vorgegriffen, so. Ja, es ist die Strecke. Ich mag sie eigentlich überhaupt nicht. Ja, wir führen auf jeden Fall erstmal diese Strecke an. Wir haben auch nur 3 Runden heute. Also das heißt nur. Wir haben schon genug. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Wow, Alter, schön weggerutscht da hinten. Ah, die Strecke, ich hasse die Strecke eigentlich. Das ist eine absolute Hassstrecke. Da habe ich echt schon richtige böse Klatschen gekriegt drauf. Jetzt geht es wieder auf die Strecke zurück, auf die Grand Prix-Strecke zurück. 3 Runden auch noch hier auf der Strecke, weißt du? Also die Strecke schon nicht schlimm genug ist, der Regen macht es nämlich nochmal eine Ecke schwerer. So. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Hier wollen wir natürlich auch mal triumphieren. Ich kenne noch die Strecke, die hier links abgeht, die nämlich, das ist diese 5, irgendwas Kilometer lange Außenbahn und die ist ein bisschen einfacher als der Mist, den wir hier oben haben. Aber wie gesagt, das müssen wir halt eben mit. Ne? Die nächste Strecke ist Barcelona. Die fahren wir dann. Die fahren wir hintereinander, glaube ich sogar. Nee, Suzuka ist das ist die übernächste Lauf an morgen. Angreifen. Ich gebe es weiter. Ich quatsche halt gerade extrem wenig, weil ich mich konzentriere. Ich will diese okay. Strecke haben. Angreifen genau. Bestätigt. Weg haben. Bloß keinen Fehler machen, nicht irgendwie rausputschen. Kein Dreher, kein Anschlagen, gar nichts irgendwie so in die Richtung. Ich will dieses Rennen hier einfach nur abschließen. Und dann. In den nächsten Lauf ins Finale gehen, ins große Finale hier bei der Good World Series. Also nach dem nächsten Lauf, wir haben ja noch den einen. So, letzte Runde. Bleib in Führung, letzte Runde. Naja, alles gut. Ich konzentriere mich hier ein bisschen jetzt. Und dann geht's ab.
Schatz, warum auch immer. Die Strecke gibt es gefühlt wahrscheinlich, gibt es wahrscheinlich wirklich, weil das wahrscheinlich eine Originalstrecke hier sind, alles so. Glück gehabt. Hier sind wir nämlich, dass wir nicht so böse weggerutscht wie in der letzten Runde. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Ja, ich hoffe, im Moment ist Angreifen nicht möglich. Ist der Abstand so groß? Okay. Das meine ich halt. Nein, nicht wieder Okutama. Nein, das ist auch nicht komplett mein Ritter. Ich bin der Erste gewesen und krieg's nicht. Und der fahren mich tatsächlich noch alle vier vorbei an mir. Das heißt alle vier. Warte mal gerade an. Und es fahren drei Autos noch an mir vorbei, aber ich zieh mir den. Was geht jetzt, mein Freund? Dieses Laufsieg. Hau ab jetzt endlich! Geh weg! Geh weg hinter mir! Dankeschön. Ich will dieses Ding hier gewinnen, Alter. Das kann doch nicht sein, dass ich sehe. Oh Gott sei Dank, ey. Boah, Gott sei Dank haben wir das Ding gewonnen. Okay. Ich wollte nur weghaben da, dass der mir sagt, nee, vergiss es. Das nehme ich da nicht noch mit. Glück gehabt. Aber das meine ich halt. Irgendwas ist dann immer. Und er hat nicht. Ja, wir haben nicht mal die schnellste Runde gefahren. Aber ich war sehr vorsichtig. An 52,3 vom Tabellen, vom 8. Platzierten. Glück gehabt. Gott sei Dank. Ein Rennen noch. Also zwei. Morgen haben wir ja nochmal eins. Dann sind wir durch. So, okay. Silverstone. Drei Runden. Silverstone, drei Runden, die uns jetzt nochmal anstehen dürfen. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Das wird wohl noch einen harten Kampf geben. Es war bis jetzt ein tolles Rennen und so wie die Punkte verteilt sind, gibt es... Okay, tut mir leid. Ich glaube, es geht jeden Moment los. So, und wir starten rein. Okay, angreifen. Ich gebe es weiter. Okay, es wird angegriffen. Mein Freund... Das war aber auch nicht ganz fair, aber egal. Letzter Lauf heute. Und dann haben wir morgen wieder nochmal Suzuka im Showdown. Wo ich dann glaube, dass wir da 6 Runden kriegen. So, ich bin mittlerweile auf 5. Ein bisschen vorgerutscht jetzt gerade. Sehr gut. War das ein letztes Rennen in Nokutama. Halt der Verwalter, da dachte ich mir echt kurz, ich schmeiß mir jetzt nicht noch das Podium raus. Aber das war einfach nur Unachtsamkeit von mir. Nein, das ist übrigens nicht der. Schon statt sie gerade, aber es regnet Gott sei Dank mal nicht. Ich kenne die Strecke auch gerne mal im Regen. Schon Richtung Finale dann. Genau, jetzt sieht die Rechtskurve gleich. Dritter ist ja momentan, ja, heute sehr gut. Letzte Rennen hast du ja leider nicht viel Erfolg gehabt. Dann geht es in Richtung letzte Schikane, dann geht es schon in die vorletzte Runde. Und er hat sich den Kollegen geschnappt. Er hat sich den Kollegen geschnappt, er ist jetzt Zweiter. Also, ja. Oder 1 und 2 Positionen momentan nichts. Läuft's gut, mal gucken, wie es im nächsten Rennen läuft. Guter Start. Bleib an der Spitze. Ja, Runde 2. Scheint gerade nicht möglich zu sein. Ja, ich bin schon ein bisschen weggeeilt. Gott sei Dank. Dann kann ich mal wieder mal einen Fehler erlauben. Der kommt sowieso wahrscheinlich in diesem Rennen.
du nicht zu weit rausrutschen da? Jetzt tue ich gerade so ein bisschen, dass ich dann hier mit dem Lauf durchkomme. Geht jetzt gleich schon in die letzte Runde für heute. Nicht nur für heute, sondern... Ja, für heute, ja. Nur für heute. Wir haben... Ich vergesse es noch, wir haben schon noch morgen noch. Aufpassen, nicht dass das irgendwie eine Strafe gibt, aber schau, das Spiel hat es erkannt, dass es keine Abkürzung war. Das Spiel hat erkannt, dass es keine Abkürzung war. Ich gebe es weiter. Oder nur ein, ich habe ein erstes Auto leicht verloren. Und das war halt dieser obligatorische Fehler, den ich regelmäßig mache. Bestätigt. Aber jetzt müssen wir uns die letzte Runde nochmal wieder konzentriert angucken. So, schön hier rum. Links, rechts, rechts, und dann haben wir noch eine Runde. Und dann sind es hier nochmal 5,8 Kilometer. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Letzte Runde hier in Grid für heute. Und dann haben wir es auch bald durch. Hier ist ja jetzt schon die Dings, die die Alternativstrecke, Alternativ-Zielgerade. Und dann geht es ja auch schon Richtung Finale bald. Also es ist ja nicht mehr viel jetzt. Durch die Rechtskurve, dann geht es glaube ich jetzt gleich links rum. Hier ist es links ab, rechts knickt, diese kleine S's hier. Die auch immer mal wieder an was fordern können. Und wieder ist, bin ich da runter rausgerutscht. An der gleichen Stelle wie auch schon in der letzten Runde. So, diese links rum. Ich habe diese S's ein bisschen ausgeblendet gehabt. So, und dann geht es jetzt hier. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Im Moment jetzt. Ist Angreifen nicht möglich. Ja, ich weiß, weil ich für weit, weit weg bin vorne. Ich hoffe, dass es reicht für den ersten und zweiten Platz in diesem Lauf. Wir sind durch. Wir gewinnen auch den letzten Vierer für diese Karriere, für dieses Let's Play. 4 Rennen in Folge geworden, wobei ich auch in Okotama, und wir haben diesmal nicht die schnellste Runde gefahren, an 47.9. wie ja nur, und fast alles, was davor und momentan ist, bis auf die, ja doch, nicht so nicht viele. Der 5. und 6. Platzierte, die haben tatsächlich eine etwas schnellere Runde gefahren als wir. Die haben nämlich 47.7 bzw. 47.3 gefahren. Aber ist mir auch in dem Moment egal, ich glaube, da waren auch die kleinen 2-3 Fehler drin, immer pro Runde, und die habe ich einfach nicht abstellen können, und damit ist es mir auch herzlich egal, weil diese schnelle Runde, die gibt es keinen extra Punkt, und damit ist es egal. So, jetzt geht's gleich weiter. Das heißt nicht jetzt gleich. Wir machen dann in der nächsten Folge, gibt's dann jetzt den Showdown. Und es reicht. Jawohl. Ja, da steht der Kollege schon bereit, auf Platz 2 liegend. Und er hat sich echt gefangen. Er hat mittlerweile echt viele Läufe gehabt, wo er mit dabei war vorne. Jo, und dann haben wir dann nur noch das Finale. Das sehen wir uns dann morgen an um 14 Uhr, und dann sind wir durch beim Let's Play. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und tschüss.